geht es um die Frage, was jeder und jede Einzelne von uns im Kontext der Klimakrise tun kann, landet man schnell beim Thema Auto. Wer kann, soll er doch auf den Verbrenner ganz verzichten und auf Öffis und oder das Fahrrad umsteigen. Aber wie alltagstauglich ist das eigentlich? Genau darüber unterhalten wir uns in der heutigen Projekte des Wandels Veranstaltung, die in Kooperation mit Smart City Salzburg stattfindet. Hierfür haben wir einige Praktikerinnen eingeladen, die schon seit einigen Jahren ohne Auto leben. Und genau mit diesen möchten wir uns heute unterhalten. Liebe Eva, danke, dass du da bist und deine Erfahrungen auch mit uns teilst. Gern, danke. Du hast erzählt, ihr seid schon seit einigen Jahren ohne Auto unterwegs und dann doch immer wieder mal mit einem PKW. Was hat euch dazu bewogen, das Auto ganz aufzugeben? Also prinzipiell mal, es ist ungefähr 10 Jahre Geschichte, die wir jetzt als Familie haben. Und davor haben wir noch klassisch mit dem VW-Bus unser Leben gefristet und haben dann mit Einzug in die Stadt Salzburg irgendwie gedacht, der VW-Bus war ziemlich zusammengeklempert, Parkplätze waren schwierig, probieren wir es mal ohne. Und haben dann unser erstes Kind gekriegt. Das ist eigentlich dann 2 Jahre mal gut gelaufen. Mhm. Und dann war es eigentlich, wir sind ziemlich oft umgezogen in letzter Zeit, immer geknüpft an die jeweilige Wohnsituation. Wir sind dann mal in einen Wohnwagen übersiedelt für ein Dreivierteljahr und dort war die Überlegung, ob wir dann nach dem Wohnwagen vielleicht nicht mehr in die Stadt, sondern eher aufs Land ziehen. Und haben uns aus dem Grund für die Besichtigungen dann schon ein Auto zugelegt und haben gemerkt, dass wir ziemlich viele Kilometer machen. Es war zwar praktisch, aber ja, es war auch, also man hat schon gewusst, wo die Reise hingeht. Wenn wir jetzt aufs Land ziehen, dann werden wir wahrscheinlich auch nur mit einem Auto nicht auskommen. Haben uns dann doch wieder für die Stadt entschieden, haben das Auto eine Zeit lang mitgehabt, mit Parkticket und so weiter. Parkplatzsuche, Auersbergstraße, ein Dreiviertel, immer schwierig. Und haben dann nach 1,5, 2 Jahren wieder beschlossen, okay, eigentlich rentiert es sich für uns nicht. Also dieser Luxus von Einkaufen und einmal im Monat irgendwo raus aufs Land fahren, das können wir öffentlich auch machen. Haben dann wieder keins mehr gehabt, sind wieder umgezogen, wohnen jetzt im Norden der Stadt. Und haben dann aufgrund einer Baustellensituation, weil wir eine Wohnung renoviert haben, wieder ein Auto gehabt für einige Zeit, einfach weil es praktisch war. Wir waren damals zu fünft, wo wir dann zu sechst waren, ist es einfach nicht mehr ausgegangen, weil ein größeres Auto braucht und haben gemerkt, wir zahlen mittlerweile mehr Versicherung für das Auto wie Sprit und haben es wieder aufgegeben. Das war jetzt vor 2,5 Jahren und seitdem haben wir keins und es geht uns auch nicht ab. Also es ist immer so ein bisschen an die Situation geknüpft, aber genau. Das heißt, ihr seid jetzt eine Familie mit 4 Kindern, wenn ich das jetzt richtig ausgehört habe. Genau, mittlerweile, ja. Wie geht es dir da als Mutter im Alltag mit 4 Kindern ohne Auto? Da tauchen jetzt auf wahnsinnig viele Fußballspiele, andere Freizeitaktivitäten, Essen, Trinken, Freunde mit irgendwo hinbringen. Wie geht das ohne Auto? Also ganz ehrlicherweise, unser Leben spielt sich im Radius von circa 2 bis 3 Kilometer ab. Die Kinder können zu Fuß in die Schule und in den Kindergarten gehen. Ich arbeite im Landeskrankenhaus, mein Mann arbeitet im Techno-Z, wir wohnen im Norden, also es kann jeder innerhalb von 5 bis 10 Minuten mit dem Radl in die Arbeit kommen. Genauso die Freizeitaktivitäten, ehrlicherweise spüren sie auch alle in dem Radius ab, Turnverein, Fechtverein und so weiter. Und wenn es dann wirklich mal nötig ist, wo weiterzukommen, dann ist eigentlich immer irgendeine Mitfahrgelegenheit oder so. Einkäufe machen wir mit dem Radlanhänger. Genau. Perfekt. Also genau, das ist das Spannende daran, dass es ja nicht nur das eine Fahrrad gibt, sondern es gibt Lastenräder, es gibt Anhänger fürs Fahrrad, genau. Wo man dann ja wieder sehr viel... Wir haben mittlerweile einen recht großen Fuhrpark. Ich glaube, bei uns im Radl stehen ungefähr an die 20 Radeln jetzt mittlerweile, in alle Größen, auch für die Kinder. Die letzte ist jetzt quasi im Mai letzten Jahres dann radgängig geworden. Und ja, einer sitzt nur im Anhänger. Ist auch immer ganz praktisch, wenn am Nebensitz noch Kofferraum ist. Aber sonst sind wir eigentlich mit dem Radl ganz gut unterwegs. Genau. Danke dir. Jetzt wird oft auch vorgeworfen, naja, mit Öffis zu reisen erfordert einen irrsinnigen Planungsaufwand. Also jede Route, die sich außerhalb der alltäglichen Wege bewegt, da wird es dann schon ziemlich aufwendig, dass man die Reise plant. Wie geht es ihr da vor mit Urlaube oder Ausflüge? Was ist da deine Einschätzung, deine Erfahrung? Also ganz ehrlicherweise, wir haben uns viele Jahre dann für den Urlaub ein Wohnmobil geleistet. Also haben dann gesagt, okay, die Leute, die wir jetzt so am Wochenende mal kurz nicht besuchen können, die zum Beispiel im Lungau wohnen oder im Waldviertel oder wo auch immer, und haben dann Urlaube oft zugelegt, dass man halt in 2 Wochen mit dem Wohnmobil dann diese, die weiter entfernt sind oder schwieriger öffentlich erreichbar, besuchen.
Und ansonsten, ja, jetzt letzten Sommer waren wir zum Beispiel öffentlich im Lungau. Da haben wir es halt darauf angelegt, dass man mit dem Bus passt. Die Verbindung ist eigentlich recht gut. Das ist da diese Pendlerverbindung vom Bahnhof bis nach Damsweg und sind halt einfach 2,5 Stunden mit dem Bus gefahren. Da ist dann die Reise auch schon Urlaub. Also es ist halt einfach spannend. Wir waren zum Beispiel auch mit dem Nachtzug in Rom schon 2-mal. Wir waren in Hamburg. Ja, wir fahren, wenn wir Lust auf Campen haben, fahren wir mit dem Postbus nach Obertrum. Da bleibt er direkt beim Strandbad Camping stehen. Also das ist immer ein Teil von dem Ganzen und gehört für uns auch dazu. Aber du fühlst dich dadurch jetzt nicht eingeschränkt oder zusätzlich belastet? Nein, ganz ehrlich, das ist, man gewöhnt sich das auch ein bisschen ab. Also mit 4 Kindern ist sowieso, bis alle Bedürfnisse und dann halt kommen, ist schon die eine Planung. Aber dann, wenn ich jetzt, also für mich ist halt, wenn ich jetzt noch dazu die Möglichkeit hätte, jederzeit überall hinzukommen, dann macht es oft noch schwieriger. Also die kein Auto zu haben und halt auf die öffentlichen Verbindungen angewiesen zu sein, schränkt auch die Möglichkeiten jetzt für mich positiv ein. Mhm. Weil ich weiß, wenn wir jetzt Baden fahren, wir können mit dem Bus zum Beispiel am Fuschelsee fahren oder wir fahren mit dem Radl ins nächstgelegene Schwimmbad. Oder ja, das, also das macht es dann auch oft ein bisschen einfacher zur Zeit. Wird sich vielleicht wieder ändern, aber ich sehe das jetzt nicht als Einbusse gerade. Im Gegenteil würde es mich echt oft stressen, an einem heißen Sommertag mich zu 6 ins Auto sitzen und irgendwo 2 Stunden hin zum Fahren. Also mit 4 Kindern Auto fahren habe ich höchsten Respekt davor. Das genau. Mhm. Jetzt warst du überwiegend positiv, aber gibt es auch etwas, das du als größtes Manko deines Lebens ohne Auto bezeichnen würdest? Also ganz ehrlich, ich selber komme vom Land und da, wo ich aufgewachsen bin, ist man ohne Auto nirgendwo hingekommen. Ich habe aber trotzdem nie ein Auto gehabt. Mhm. Eben die 2-mal, wo wir als Familie das Auto besessen haben, habe ich einmal so das Gefühl gehabt, ja, ich benutze es halt mit, aber ich habe mich, so, hab mich jetzt nie so mit dem Auto identifiziert. Und deswegen vielleicht habe ich gar nicht so das Gefühl der großen Freiheit oder dass ich jetzt überall hinkommen müsste. Also für mich ist es eigentlich nicht so ein Manko. Ich habe eigentlich eher immer mich recht geärgert, wenn dann das Auto in der Werkstatt war und so weiter, weil es doch auch relativ kostenintensiv ist. Und bei uns ist, ja, zu geteilten Anteilen ideologische, aber auch einfach eine wirtschaftliche Entscheidung. Und ich glaube, das ist manchmal ein bisschen zu sehr verankert, dass ein Auto, ein Fernseher Standard ist in unserem Leben. Und wenn man es mal durchrechnen würde, dann geht es vielleicht, also im Endeffekt, ich konnte so und so oft mit dem Taxi fahren und mir da einige unangenehme Radlfahrten vielleicht ersparen, wenn es voll regnet. Was ich dann auch mache, aber also Auto hat für uns einfach auch definitiv zu viel gekostet. Aber weil du gerade das schlechte Wetter angesprochen hast, da sind wir in Salzburg ziemlich prädestiniert dafür. Wie machst du das im Winter? Mit 4 Kindern, mit Fahrrad, bei Schneefahrbahn, wie man es jetzt dieses Jahr erlebt. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Ausrüstung. Also das ist wirklich so. Und auch wenn es spritzt und nass ist, dann haben wir halt alle Skibrillen über dem Helm und haben Skianzüge an. Aber also wir sagen immer, es gibt vielleicht 2 Tage im Jahr in Salzburg, wo man gar nicht Radl fahren kann, weil der Schnee von vorne kommt oder der Wind so stark bläst, dass der auf der Brücke umhaut. Aber eigentlich, also für Kurzstrecken, 2-3 Kilometer, was wir so brauchen, ist das eher eine Ausrüstungsfrage. Also absolut überschaubare Hindernisse. Was ist denn das, was du am Fahren mit den Öffis oder mit dem Fahrrad am meisten schätzt? Mit den Öffis, also in Salzburg muss ich ehrlich sagen, ich fahre jetzt, Bus ist wirklich die letzte Alternative. Also wenn es nicht zu Fuß geht und nicht mit dem Radl, dann fahren wir schon mal mit dem Bus oder auch die Kinder manchmal vielleicht ins Haus der Natur oder so. Aber ja, also an Busreisen schätze ich einfach, man kann da drinnen jausen, an Zugreisen, die Kinder können sich auch ein bisschen bewegen während der Fahrt. Genau, so angeschnallt sein und so ist gar nicht so eine Sache. Das sind sie vielleicht auch einfach nicht gewöhnt, aber also einfach so ein bisschen die Bewegungsfreiheit und das Unkomplizierte. Sicher, ich muss mich an einen Fahrplan halten, aber ich finde, je besser die Strecken ausgebaut sind und gerade auf der Westbahnstrecke, wo wir jetzt unterwegs sind, da gibt es eigentlich jetzt wenig Mankos. Vielleicht einmal am Freitagnachmittag sollte man natürlich keine Reisen einplanen, weil dann meist überfüllt ist, aber so, ja, na, für uns und unsere Strecken ist eigentlich sehr gut ausgebaut und alles sehr positiv. Liebe Eva, vielen lieben Dank für dein so positives Statement. Wir schauen jetzt gleich zu einem unserer nächsten Gäste. Ja, unser nächster Gast ist Markus Mansona. Vielen lieben Dank, dass auch du da bist. Du hast mir vorhin erzählt, du bist seit 3 Jahren ohne Auto unterwegs. Mhm.
Was war für dich, was war für deine Familie ausschlaggebend, aufs Auto zu verzichten? Also de facto bin ich, bevor wir ein Auto gehabt haben, waren wir auch schon lang autolos. Also bis unser erster Sohn, glaube ich, 2 oder 3 Jahre alt war. Dann waren ungefähr 20 Jahre Auto. Mhm. Und ja, den letzten Ausschlag hat dann meine Frau, die Eva, gegeben, die gesagt hat, nachdem unser letztes Auto dann schon in die Jahre gekommen ist, wir probieren es ohne. Wobei wir haben die Wege in der Stadt nie mit dem Auto zurückgelegt. Also es war für uns im unmittelbaren Umfeld nicht so schwierig. Also wenn man in der Stadt lebt, so wie du das ja auch machst, dann ist es gut möglich. Aber jetzt kommt ein großes Aber, denn du lebst zwar in der Stadt, aber du arbeitest in St. Johann. Ein seltener Fall, dass man von der Stadt in eher regionale Gebiete pendelt. Wie geht's dir damit? Wie erfährst du so deinen Alltag als Pendler mit den Öffis? Also da hat es in den letzten 10 Jahren sehr viel getan auf dieser Strecke. Für mich ist gegenüber vorher eigentlich besser geworden, seit ich nicht mehr mit dem Auto pendelt. Also seit 12 Jahren pendelt ich nicht mehr mit dem Auto. Bin ich schon auf dem Zug umgestiegen, Zug und Rad. Und ich bin die ersten 7 Jahre meines Arbeitslebens nur mit dem Rad in die Arbeit gefahren, so jeden Tag 8 oder 10 Kilometer in Richtung, teilweise 2-mal. Und das habe ich mich immer gesehnt danach, dass ich das wieder kann. Mhm. Weil für mich, da komme ich gleich zu einer Bewegung und ich habe das Glück, dass ich einen schönen Weg zum Bahnhof habe, also wo ich ein bisschen die Natur erlebe. Und eben die Öffi-Verbindung, die Züge, die sind wirklich toll ausgebaut auf der Strecke. Also es geht im Halbstundentakt und ich fahre zum Bahnhof und muss mich nicht aufs Fahren konzentrieren, kann da die Landschaft genießen oder lesen oder mit Leuten quatschen. Und wie lang ist Ihr Weg von der Haustüre bis zum Eingang bei der Arbeit? Also wie lang sind Sie da unterwegs? Ja, so ungefähr 1 Stunde 20. Und das ist in Ordnung. Ah, also, da geht es jetzt nicht darum, dass man sich verlorene Lebenszeit aufrechnen möchte. Nein. Ich kann ja viel erleben in der Zeit, wo ich mit dem Auto, wo es zwar um vielleicht 30, 40 Minuten kürzer war, nicht kennen habe. Also durchaus ein Mehrwert, aber wenn man im Zug sitzt. Mhm. Jetzt ist ein Auto natürlich nicht nur in Österreich, aber auch sehr oft auch ein Statussymbol. Wie hast du das erlebt? Wie hat dein Umfeld reagiert? Hat es da irgendwelche Irritationen gegeben, als du die beschlossen hast, das Auto kommt gänzlich weg? Na, im Grunde genommen waren ganz viele Nachbarn, also wir leben in einer Siedlung mit ungefähr 50 Anwohnern. Mhm. Und viele haben, wie ich gesehen habe, unser Tiefgaragenplatz ist leer, positiv reagiert und haben uns angeboten, dass wir ihr Auto haben können, wenn wir es brauchen. De facto ist das noch nie vorgekommen, weil wir es einfach nie gebraucht hätten. Aber da stellt sich jetzt wieder dieselbe Frage, nämlich Großeinkäufe, weitere Urlaubsreisen etc. Fehlt da nicht das Auto? Nein, die Einkäufe haben wir eigentlich nie mit dem Auto gemacht. Also das waren Ausnahmen, dass wir mit dem Auto einkaufen gefahren sind. Urlaub mit Kindern war eben, mit einem Sohn sind wir noch mit dem Radanhänger in Urlaub gefahren. Und ja, unsere Kinder sind mittlerweile groß. Und wir sind, wie wir ein Paar waren, ohne Kinder auch schon immer mit dem Rad in Urlaub gefahren. Und das machen wir eigentlich seither wieder. Also bewegen Sie sich aber in den Urlaub auch eher im regionalen Bereich? Nein, also wir fahren mit dem Zug irgendwo hin, so wie die erzählt haben, die Eva vorher, dass sie Nachtzug oder andere Züge nehmen Räder mit und wir suchen uns halt Destinationen, wo das möglich ist. Jetzt geht es beim Autoverzicht natürlich auch immer ums Geld. Zum einen natürlich um die Leistbarkeit von so einem Auto, das Versicherungen, Reparaturen, Benzin, was nicht alles anfällt. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie das stark wahrgenommen, dass da plötzlich am Ende des Monats mehr Geld übrig war? Ja, sehr stark. Und die nächste Frage dazu ist dann, Urlaubsreisen mit dem Zug. Da wird wieder sehr oft vorgeworfen, naja, wenn es mit dem Auto oder gar mit dem Flugzeug doch noch billiger kommt. Wie stehen Sie dazu?
Naja, für uns ist und für mich auch der Erlebniswert besser mit dem Zug oder eben nur mit dem Radl. Das haben wir immer wieder mal gemacht, dass wir einfach gesagt haben, wir fahren von daheim weg, wo es halt uns hintreibt. Ja. Und das ist irgendwie lustvoller, wie im Auto zu fahren. Trotzdem muss ich jetzt nochmal einen kritischen Aspekt abfragen. Was stört denn am meisten am Leben ohne Auto? Also es gibt eine spezielle Situation, die stört, weil die Öffi-Verbindung in dem Fall nicht ideal ist, und das ist die Betreuung meiner Eltern, wobei meine Mutter ist vor einem Jahr gestorben, aber mein Vater ist mit 90 Jahren betreuungsbedürftig und die leben in Gudeck, also er jetzt. Und am Wochenende, wo ich halt hauptsächlich Zeit gehabt habe, sie zu unterstützen und zu besuchen, ist, glaube ich, dort der letzte Bus weg um 2 Uhr Nachmittag. Ich meine, das ist jetzt in dem Sinn nicht so ein Problem, weil in Schwarzach ein Taxi möglich ist. Und wie vorher schon gesagt worden ist, da kann man viele Taxis nehmen, nur für die Versicherung vom Auto, geschweige denn für die anderen Sachen. Ich bin auch oft zu Fuß gegangen oder mit dem Radl gefahren oder mache das immer noch, und das ist eh wieder schön. Aber eben, wenn es so dringlicher ist, da gibt es schon manchmal Probleme, dass ich dann schauen muss, dass ich da ein Auto wo kriege. Jetzt im Moment können wir uns dadurch behelfen, dass mein Vater, der nicht mehr vor der Auto hat, das ich halt dann nehme. Aber das steht drinnen und ich nutze sonst überhaupt nicht, nur für diese Notfälle. Aber da war natürlich, wenn ein anderer Bustakt wäre oder am Wochenende oder am Abend, dann könnte man dafür ohne Auto genauso machen. Also das ist jetzt keine Fahrgemeinschaft im klassischen Sinne, aber Fahrgemeinschaften als Übergangslösung, weil man eben noch nicht zu 100% aufs Auto verzichten kann, macht durchaus Sinn. Ja, oder eben, das habe ich zweimal beansprucht, in Bischofshofen gibt es also ein Carsharing von der ÖBB, und das, da kann man gleich gegenüber vom Bahnhof das Auto holen und dann hat man auch im Bedarfsfall Auto, und das war natürlich toll, wenn das mehr in Österreich ausgebaut ist, dass man beim Bahnhof ein Auto hat, so wie in der Schweiz ist das in ganz vielen kleinen Orten auch, dass man ein Auto sich mieten kann. Das wäre für diese wenigen Fälle, wo es uns betrifft, aber eben vor allem für Familien, die dann da für die letzten paar Kilometer noch Auto haben. So die berühmte letzte Meile, ja, sozusagen. Abschließend würde mich trotzdem interessieren, was bringt denn das größte Glück im Leben ohne Auto? Naja, für mich ist das größte Glück, dass es jetzt eine andere Form des Lebens wieder ist. In dem Sinn, mit dem Auto hat man schon so viel vorgeplant. Eigentlich plane ich jetzt weniger, weil es oft einmal vorkommt, dass die Verbindung nicht genau dann, wenn es gebraucht wird, wenn es jetzt nicht die Arbeit betrifft, zur Verfügung steht. Und es ist ein bisschen gemächlicher geworden und es ist aber besser, weil es nicht mehr so getaktet ist wie vorher. Aber ich habe das Gefühl, dass dadurch weniger Leben ist. Also es ist mehr eigentlich. Mehr Ruhe und mehr Lebensqualität. Vielen lieben Dank für dieses schöne Schlussstatement. Wenn auch Sie mal an einer Veranstaltung in der Robert-Jungk-Bibliothek vor Ort oder online teilnehmen wollen, besuchen Sie uns auch unsere Homepage unter www.jungk-bibliothek.org und schauen Sie vorbei. Vielen lieben Dank an meine Gäste. Danke fürs Dabeisein.